Machelt euch ein, wie ihr wollt. Die Exchange übernimmt euer Geschäft. Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert. Glaubt mir, ihr werdet das Süße dem Scharfen vorziehen. Einen Schritt näher und ihr werdet von 2 Dutzend Sith umstellt. 2 Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen. Ihr sind keine Sith. Na, von Moritz. Einer wird ihr schon reichen. Jetzt habt ihr ein Problem, was, Captain? Ihr habt also wirklich einen Sith im Ärmel. Nun, wir wurden ausgebildet, Sith auszuschalten. Lasst die Muskeln spielen, Leute. Alter. Um Gottes Willen. Ja, hört sich genauso schrecklich an wie du. Ich habe euch lange genug ertragen. Das ist absolut Babyface. Das ist absolute Babyface. Ja, sorry, Mann. Das ist absoluter Knifest. Naja, kannst du ja direkt nichts für. Oh, wobei doch das Gesicht erstellen, ne? Naja, jetzt mit der Ausrüstung sieht es wirklich ein bisschen mau aus. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft. Aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing. Ihr seid der Schüler, von dem Darth Baras berichtet hat, oder? Endlich hat es jemand erkannt. Ich habe ein Talent für das Offensichtliche. Darum bitte ich Baras auch immer um eine Gehaltserhöhung. Halidral Setsin, ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet so ihn aus der Reserve locken müssen. Ja. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. So schnell wenn bist ihr doch platzen nicht. Lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Ihr solltet euch bei dieser Sache besser sicher sein. Wenn ihr ihm sein Geschäft vermasselt, wird er euch in kleine Stücke hacken wollen. Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das... Hat sich gerade die Stimme leicht verändert? Ja. Das heißt, dass sie ihm bald einige wichtige... Sie ist auch leiser geworden. Ja. Er und sein Schüler Gierig hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, guck mal, der ist gierig. No. Wäre Ratari nicht gerade sehr erfreut? Genauso wenig wie die Hutten. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Ratari kann sie nicht einfach angreifen. Er muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Ich werde mein Bestes tun, um den Frieden mit unseren Verbündeten zu wahren. Sieht die Rüstung schon aus. Vorgehen. Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari ja. Ist, aber auch immer so viel. Können wir uns vielleicht besser kennenlernen. Oh Gott. Das könnten wir. Ich freue mich schon darauf. Wie viel hast du denn ich am Start? Ich habe das Gefühl, wir beide könnten uns gut verstehen. Man muss keine niemandem am Start haben. Aber ich bin was, du bist viel Glück. Rennung, ihr solltet euch besser dem Willen des großen Lord Ratari beugen. Tretet die Gebiete an, bevor er Maul, seine Geduld verliert. Für dein Junge, ja. Ey, nur weil er ein Zapgack ist? Boah, wirklich jetzt? Das sehe ich aber ganz anders. Das war jetzt nicht nur, weil es ein Zapgack war. Einfach so war das. Das ist der Schüler eines greisen Sith, namens Darth Baras. Richtig. Mein Meister und ich haben euer Kommen erwartet. Mein Meister und ich? Wo ist euer Meister, Wurm? Ich bin Lord Rataris Stellvertreter bei den Verhandlungen mit dem Kartell. Ich möchte die nur mitteilen, interessiert mich nicht. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass das Kartell nicht zu einer Schachfigur von Ratari wird. Und wieso Audienz? Komm und wir, wann ich will. Ich möchte das Kartell von dem Ärgernis Ratari erlösen. Warum nehmen die beiden Noten eigentlich? Weiß ich nicht. Weil ich keine Option zum Töten hatte. Guter Punkt. Guter. Ich könnte jetzt wirklich alle sterben, auch die Hutten machen. Soll ich das machen? Du wirst nicht. Ich weiß, was ich wählen würde.
Ja, sag mal, was ist das? Ich würde alle umbringen. Die Hutten reden so, die wetten auf dich, Alter. Kannst du das mit dir vereinbaren? Okay, das ist ein Witz aller anderen. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nahe. Unsere Allianz beginnt mit dem Tod von Barras Handlanger. Angriff. Mensch, der war ja richtig mächtig. Zack! So muss das sein. Warum muss ich jetzt noch gegen irgendwelche Leibwachen kämpfen? Warum überleben die Hunden noch? Das weiß ich auch nicht, obwohl ich sie gerade offenkundig getötet habe. Zumindest ist angegriffen. Lord Ratari wird euch und euren Meister trotzdem vernichten. Na klar. Euer Meister wird euch schon bald folgen. Alter, ey, du machst das so auch theatralisch. Ja. Na klar, ich schleudere noch erstmal fünfmal durch. Das ist wirklich so. Man hört überall, dass Rataris Konferenz mit den Hutten gestört und sein Schüler getötet wurde. Niemand weiß, wer die Hutten getötet hat. Ich bin sehr beeindruckt. Die Allianz des Imperiums ist intakt. Es ist zu schade, dass Ratari nicht da war. Aber ich wette, er raucht vor Wut. Wenn er da gewesen wäre, würde seine Leiche jetzt rauchen. Keine Bange, das passiert schon noch. Mann, was den Kampf wird er sich nicht entgehen lassen. Ich habe noch eine Idee. Ratari steht kurz davor, die republikanische Operationsbasis im oberen Industriesektor zu übernehmen. Da sein Geschäft mit dem Kartell geplatzt ist, wird er sich garantiert darauf stürzen, die republikanische Garnison zu vernichten. Ich werde so lange Türen eintreten, bis ich ihn finde. Ich liebe Beharrlichkeit. Auch wenn Ratari nicht dort ist, wird er euch aufsuchen, wenn seine Geschäfte gestört wurden. Ein Kampf wird unausweichlich sein. Warum gehen wir zur Republik hin? Und warum töten die Imperialen in deiner Klassenquest? Ich verrate gerade an alles, was ich glaube. Rückzug, Männer! Hier sammeln! Was geht hier vor, wenn ich fragen darf? Oh, du bist ja wir sind dabei, der Republik eine schwere Niederlage beizufügen. Ich bin General Clickton und leite diese Operation im Namen von Lord Ratari, dem vom Rat der Sith die Verantwortung für Nash Shaddaa übertragen wurde. Warum greift ihr die Leute des Imperiums an? Wo versteckt sich euer Meister? Er ist anderweitig beschäftigt. Ihr gehört zu Daas Barras. Ich habe Anweisungen, das auszuschalten. Ich sollte dir den Fehler machen, hier aufzutauchen. Diese Anweisung solltet ihr besser ignorieren. Oh, shit, ich habe das nicht gesehen. Das glaube ich kaum. Ihr seid umstellt und wir sind euch zahlenmäßig weit über... Irgendwie kommt die Grenze hoch. Dass wir jetzt der Republik helfen, da kommt mir die Grenze hoch, wenn ich so sagen darf. Irgendwie war das jetzt. Ich wollte nicht hell wählen. Hätte ich mal besser hell gewählt. Wow, eine größere Lücke ging nicht. Sir, der Sith hat beim Kampf gegen unsere Feinde viel Kraft verloren. Wir sollten die Gelegenheit nutzen. Nach dieser Vorstellung halte ich einen Kampf nicht für unsere beste Option, Weckland. Bleibt zurück und gebt mir Deckung. Sith! Ich bin Commander Norlin. Ich bin für die Verteidigung verantwortlich. Ich bin unbewaffnet. Choki! Befehlt euren Leuten aufzugeben, sofort! Alle Waffen runter! Ihr habt den Commander gehört. Schaltet die Waffen ab. Wir wollen keinen Kampf. Aber wir können das Gebiet auch nicht einfach aufgeben. Was fordert ihr? Das Gebiet? Ihr lebt nur durch meine Gnade. Vielleicht brauche ich euch eines Tages noch. Dann könnt ihr den Gefallen zurückzahlen. Nun gut. Wenn eure Mission nicht den Interessen der Republik widerspricht, verspreche ich, euch zu helfen. Hier ist meine Holofrequenz. Ich werde euch antworten. Ihr habt mein Wort. Bis wir uns wiedersehen, Sith.
Männer, der Kampf ist vorbei. Kümmert euch um die Verwundeten. Deine Art, deine Storyline nicht. Nur weil ich nicht jeden gleich umbringe? Meine Basis wird angegriffen. Ich habe mich mit meinen letzten Leuten im Kommandozentrum verschanzt. Aber die Türen halten nicht mehr lange. Ich bin gleich da, Halidrei. Versucht durchzuhalten. Wir tun unser Bestes, aber ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ah! Wart mal ab, bis ich da bin. Sie sind im Kommandozentrum. Ich habe nie schön, so viel siehst Macht. Du das Holo? Nein. Da stand doch einer. Die ist, weißt du, alle. Alle? Kann man einen neuen Akku reinschmeißen? Oh Gott. Nein, so viel zu deiner Bettgeschichte. So viel zu deiner Bettgeschichte. Ja, deswegen, ich bin traurig. Hat euch Darth Barras nicht genau darüber informiert, mit wem ihr es zu tun bekommt. Diese Demonstration sollte dieses Manko beheben. Hat er die auch nur einen halben Arm? Ja. Ihr wollt Agent Delocon. Ihr wollt mich. Ich werde nicht mehr schwer zu finden sein. Ich bin auf dem Dach der Satellitenplattform beim Netzzugriff. Wenn ihr es wagt, komisch, das müssen wir doch dahin. Ja, sag ich doch. Ich euch ein Duell auf Leben und Tod. Fühlt euch geehrt. Für mich leben, für dich tot. Er ist ein Narr, wenn er glaubt, dass wir in einen so offensichtlichen Hinterhalt hineintappen. Oder? Ich werde vorsichtig sein. Hey, Moment. Was ist mit diesem Kommandanten der Republik, dessen Hintern ihr gerettet habt? Er schuldet euch was. Ich habe geahnt, dass ihr euch meldet, Sith. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf gefreut habe. Behaltet eure Unsicherheit für euch, Commander. Ich hoffe nur, dass das, was ihr verlangt, nicht die Republik unterminiert. Ein Soldat bezahlt seine Schulden. Sagt mir, was getan werden muss. Hallo, Radari. Ratatouille. Ratatouille. Ist auch ein langweiliges Gerücht. Lord Ratari, nehme ich an. Endlich stehen wir uns gegenüber. Ah. Ihr seid gekommen. Ihr seid nicht so vorsichtig wie euer Meister. Das gefällt mir. Ja, scheißegal, was dir gefällt. Hier ist Barras Lakai. Sagt, was ihr zu sagen habt und tut es, bevor ich diesen Möchtegern-Attentäter getötet habe. Barras ist verrückt und paranoid. Ich war ein treuer Diener und meine Deckung war intakt. Hat er etwa erwartet, dass ich mich damit abfinde, ermordet zu werden? Einfach auf den Tod warte? Ja. Ihr kanntet die Risiken, als ihr eure Aufgabe angenommen habt. Und wie man sie vermeidet. Lord Ratari beschützt mich jetzt. Und alle Geheimnisse Barras werden ihm gehören. In 100 Jahren, wenn ich eine Legende unter den Sith bin, werden euer und Barras Tod durch meine Hand nicht mal eine Fußnote wert sein. Ich könnte mich jedoch nie dazu herablassen. Ich hab das Gefühl, du pennst noch, Digga. Ihr zu duellieren. Ihr habt diese Ehre nicht verdient. Ich habe euch vom ersten Augenblick an für einen Feigling gehalten. Ha. Ihr könnt mich nicht reizen, Wurm. Diese Männer sind meine Elitewache. Ausgebildet zum Kampf gegen Sith. Die Hälfte von ihnen könnte euch bereits töten. Aber ich will niemanden bevorzugen. Ja, hätten sich ja auch alle für sonst was, wa? Männer! Angriff! Der republikanische Abstammung kommt, kann ich den gleich um mitklatschen? Ja, wohl, er stirbt einfach mal. Oh, ganze drei habe ich im erstellt. Drei? Ja. Mit zum Kampf gebracht. Umso besser. Tötet sie alle! Ja, wie ist das hier gerade auf Schaulauf, der ganz komischen. Nee, aber sowas von. Ich gebe auf. Noch nie habe ich solche Kraft gesehen. Der Sieg und der Mond gehören euch. Ich übergebe das Zepter. War schon klar, war schon vorher klar.
Und jetzt meinst du, dass ich dich nicht köpfe oder was? Euch und euren Meister dargestellt hat, ist mit ihm gestorben. Ich hoffe, das stimmt euch mir gegenüber wohlgesonnen. Ihr habt mich um das Vergnügen gebracht, ihn zu vernichten. Ihr steht über solch belanglosen Aufgaben. Ah, er hat nicht Unrecht. Lasst andere wie mich solche Dinge für euch tun. Jetzt wird es mir klar. Eines Tages werdet ihr euch über euren Meister erheben. Ihr, nicht ich, werdet Darth Barras Ende sein. Der hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Gewährt mir Gnade, damit ich es miterlebe. Ehrt mich. Ist auf jeden Fall einer unwichtigen Rolle dabei. Ich mache euch zu meinem Handlanger, den ich rufe, wenn ich es für richtig erachte. Ja, ich werde geduldig auf euren Ruf warten. Geht nur euren Geschäften nach. Und vergesst nicht, ich stehe euch zur Verfügung, wann immer ihr Barras stürzen wollt. Vielleicht rufe ich euch, vielleicht nicht. Ich werde in der Hoffnung leben, eine Chance zu bekommen. In Ordnung, Sith. Jetzt sind nur noch ihr und ich und meine Männer übrig. Euer Ziel ist... Nee, falsch gesehen, nur ich bin übrig. Eure Männer können gehen, aber eure Tage sind gezählt. Worauf wartet ihr republikanischen Dummköpfe noch? Ihr habt es gehört, verschwindet von hier! Männer, der Commander hätte gewollt, dass wir überleben. Gehen wir. Was der gewollt hätte, weißt du? Zum Glück ist es endlich vorbei. Vielleicht können wir jetzt zum Schiff. Ich hätte gerne alle drei geplättet. Lord Barras wird einen Bericht erwarten. Na dann, grüßt ihn von mir. Ich kann es kaum erwarten, zurück in mein Quartier zu gehen und eine Runde zu schlafen.